So, ich erzähle nur, was sagt dieser Satz? Nehmen wir doch mal für R eine Zahl. Also R kann ja irgendwas sein. R soll 10 sein. Genau. Und was sagt der Satz? Wenn ich jetzt für x große Zahlen einsetze, zum Beispiel x ist irgendwie 1000, dann habe ich ja hier 1000 hoch 10. Das ist schon mal eine riesige Zahl. Und hier e hoch 1000. Ja, was ist es? Also eine große Zahl minus eine große Zahl, ist es jetzt 0 oder irgendwas? Und der Satz sagt, langfristig gewinnt immer die E-Funktion. Also langfristig, E-Funktion will ja gegen plus unendlich und das ist minus, der will gegen minus unendlich und die diese normalen Potenzfunktionen verlieren immer und ich habe immer hier ein plus unendlich. Ja, wenn ich jetzt nicht bei 1000 bin, sondern wenn ich x richtig groß gehen werden lasse, dann hat e gewonnen. Und mehr steckt nicht drin. Das hier machen wir alles wieder weg, damit es ein bisschen hübscher ist. So, das ist es. E hoch x, ah ja, nochmal r, genau. So. E hoch x minus x hoch r ist immer plus unendlich. E ist immer der Sieger. Fertig.